Es ist 6.15 Uhr und es geht ab auf die Laufstrecke. So geht das mittlerweile seit rund 9 Jahren. Lutz Balschoweit aus Wermelskirchen dreht jeden Morgen seine Joggingrunden. Und zwar wirklich jeden Morgen. Seit 3.300 Tagen läuft er täglich rund unglaubliche 20 Kilometer. Ich stehe auf, ziehe meine Schuhe an, ziehe die Jacke an und dann laufe ich raus. Und ich denke gar nicht darüber nach, schaffst du das heute oder ist es gut oder ist es schlecht. Das merke ich ja unterwegs. Wenn man Lutz heute so sieht, durchtrainiert in seinen Sportklamotten, kann man sich kaum vorstellen, dass auch das Lutz ist. Gefühlt ein anderer Mensch. Das war vor mehr als 15 Jahren. Ich war mal zu dick. Also doppelt so viel wie jetzt, habe mal 160 Kilo gewogen und dann habe ich mit meiner Frau zusammen das Leben geändert und wir haben gesagt, also wir müssen ein bisschen mehr für uns tun. Die nachmittägliche Wanderrunde mit Hund Paul gehört Lutz und seiner Frau Anja gemeinsam. Joggen geht jeder alleine für sich. 2005 haben die beiden ihr Leben völlig umgestellt, von heute auf morgen. Rund 80 Kilo hat Lutz damals durch den Verzicht auf Zucker, Fett und Alkohol abgenommen. Stattdessen gesunde Ernährung und immer mehr Bewegung. Bei Anja schmolzen 55 Kilo dahin. Und auch sie ist kaum wiederzuerkennen. Wenn man dann 125 Kilo gewogen hat, noch mal wieder so wie unser früheres Leben, sage ich mal, möchte ich es eigentlich nicht. Weil dieses Bewegen an der Natur, draußen sein, Laufen oder Wandern oder Walken oder was auch immer, das wird mir schon arg fehlen, ja. WDR-Gesundheitsexperte Doc Esser weiß, die Kombi macht's, warnt allerdings vor falschen Hoffnungen. Wer nur über Sport abnehmen will, der ist einem Trugschluss aufgesessen. Die meisten von uns treiben nämlich Sport in einem Ausmaße, dass zu wenig Kilokalorien wirklich verbraucht werden, damit ich effektiv abnehme. Nur die Kombination Sport und ausgewogene Ernährung bringen mich wirklich dazu, effektiv abzunehmen. Nichtsdestotrotz, mit Sport unterstützt man das Ganze. Es kommt zu einer Zunahme der Muskelmasse. Dadurch verbrenne ich mehr Energie. Das Prinzip des täglich Laufens nennt sich Streak Running. Doch ist das überhaupt gesund? Die Idee des Streak Runnings besteht darin, dass man jeden Tag, aber wirklich jeden Tag sich bewegt. Und zwar mindestens eine Meile, also ungefähr 1,6 Kilometer. Und was man darüber raus noch ableistet, ja, das kann jeder für sich selber entscheiden und ist natürlich abhängig vom Leistungszustand. Das, was hier der Lutz abreißt, jeden Tag nahezu fast einen Halbmarathon, ist natürlich schon sehr extrem toll, aber eben nicht für jeden zu empfehlen, sondern das hängt wirklich vom Leistungszustand ab. Und ich muss hier auch noch mal warnen, wenn jemand merkt, ich fühle mich nicht mehr wohl, jeden Tag zu trainieren oder ich kriege Schmerzen, dann bitte ich doch wirklich mindestens die Strecke zu reduzieren oder vielleicht auch mal einen Tag Pause einzulegen. Der Körper braucht einfach Regeneration und hier wäre falscher Ehrgeiz wirklich krankmachend. Lutz tut seine tägliche Laufeinheit gut. Und das, obwohl er Lungenprobleme hat. Doch solange er laufen kann, ist alles gut für ihn. Der Arzt hat letztens gesagt, 60% Lungenfunktion. Das Volumen ist zwar da, aber die funktioniert halt nicht richtig. Und aufgrund dessen habe ich natürlich entsprechend wenig Sauerstoff, der mir zur Verfügung steht. Das merke ich auch. Menschen, die schnell aus der Puste sind, weil sie lungenkrank sind, sollten definitiv nicht auf Sport verzichten. Nein, die sollen Sport treiben. Warum? Naja, der Zwerchfellmuskel ist eben ein Muskel und der will trainiert werden, damit sich die Lunge gut ausdehnen kann. Und ich kann auch nur dann Lungenstärke gewinnen, wenn ich die Lunge auch fordere. Lutz ist eines von fast 14.000 Mitgliedern in der Facebook-Gruppe Doc Esser macht den Westen fit. Seine Erfahrung? Social Media wirkt manchmal Wunder, wenn es darum geht, vom Sofa hochzukommen. Eine kurze Message, warst du heute schon, ich muss noch und so weiter. Dass man sich gegenseitig so ein bisschen motiviert, gegenseitig so ein bisschen anstichelt. Jeden Tag Bewegung. Das Rezept zum Durchhalten? Routine. So wie beim Zähneputzen. Also ich mache das, weil ich glaube, dass das tägliche Ritual für mich einfacher ist, umzusetzen auf die Dauer, als jeden Tag neu zu überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Der Gewichtsverlust und die Lust am Sport haben bei beiden zu einer völligen Veränderung ihres Lebensstils geführt.
Lutz ist selbstständiger Vermögensberater und hat seine Arbeitszeit und die Ansprüche an seinen Lebensstil stark reduziert. Seitdem bestimmt Bewegung den Lebensrhythmus der beiden. Über all das hat er auch ein Buch geschrieben. In der beruflichen Geschichte ist man ja immer in diesem Wettkampf drin. Immer, ich will noch besser, ich will noch mehr, ich will noch höher hinaus, ich will, ne? Ich will, ich will, ich will. Und ab diesem Zeitpunkt, den ich dort beschreibe, geht es eigentlich darum, nicht mehr um einen Wettkampf, sondern es geht darum, zu akzeptieren, wie es ist, mit den Dingen umzugehen und alles etwas in die Mitte zu rücken. Und so läuft Lutz zielsicher seiner zweiten Erdumrundung entgegen.